So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 20. Februar 2023, gemeinsam mit Marc. Jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, so spektakulär wird es heute nicht werden, denn wir haben Feiertag in den USA, President's Day. Das bedeutet, Wall Street ist verkürzt geöffnet, also der Future jedenfalls. Die Kasse ist komplett zu, da sollten wir also nicht wirklich was erwarten. Ja, aber morgen, ab morgen wird es dann spannend und wir wollen heute, wie gesagt, schon mal so ein bisschen die Vorbereitung treffen, um uns dann auf den morgigen Handel entsprechend eben vorzubereiten und das, was wir dort erwarten können. Walmart Earnings stehen dann an, Home Depot, ich glaube, das ist nicht so spektakulär. Walmart ganz besonders, ausgehend vom Umstand, der größte Einzelhändler in den USA zu sein und in diesem Zusammenhang natürlich dann eine mögliche Indikation liefernd in Bezug nämlich auf das, was da geldpolitisch seitens der Fed kommen könnte, wenn denn dann die Guidance entsprechend angepasst wird. Und zwar auf der Oberseite ganz besonders, wenn man optimistischer in die Zukunft blickt, weil dann in diesem Zusammenhang natürlich die Frage aufkommt, besonders nach dem vielleicht jetzt jüngsten Boden, ja, Bodenbildung sind wir noch nicht, aber zumindest mal dem über der Erwartung liegenden Inflationsprint für den Monat Januar, Verzeihung, ja, natürlich Januar, den wir letzte Woche zu sehen bekommen haben. Das könnte eventuell in Verbindung mit einer Geldpolitik, mit einem stabilen konjunkturellen Ausblick oder einem optimistischen konjunkturellen Ausblick die Fed veranlassen, weitere geldpolitisch restriktivere Schritte auf den Weg zu bringen, um der Inflation weiter Einhalt zu gebieten. So. Und das ist eben durchaus etwas, weswegen dort, wenn auch der übergeordnete Wirtschaftskalender relativ dünn ist in den kommenden Tagen, aber mit Walmart da vielleicht ein Kandidat sich präsentiert, der dann einiges an Action vielleicht sogar verspricht. Dann haben wir am Dienstag noch Nvidia beispielsweise mit Earnings. Also wir werden natürlich auch noch detailliert auf diese Earnings jeweils an den Tagen dann hier im Morning Meeting blicken, aber heute bereits mal so als Orientierung, in welche Richtung es dort geht. Sonst grundsätzlich muss ich sagen, sollten wir die Volatilität nicht in den Himmel wachsen sehen heute. Auch wenn der DAX gerade eben hier unter die 15.500er Marke gebrochen ist, das hat der ein oder andere sicherlich mitbekommen. Zielpreis um 15.400 eventuell. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass wir diesen Break zu sehen bekommen haben. Ich hatte heute früh zwar in meinem Tweet in Bezug auf den DAX genau das skizziert gehabt. Also gesagt, 15.500, wenn wir die droppen, dann wäre ein Lauf bis 15.400 denkbar. Aber ich habe dann auch gleichzeitig geschrieben, man sollte jetzt hier nicht übermäßig optimistisch für große Kursbewegungen sein durch eben den US-Feiertag, der heute da eben entsprechend stattfindet. Demnach ist auch die Nachhaltigkeit natürlich in Frage zu stellen. Könnte durchaus sein, dass der Impuls morgen wieder zurückgekauft wird, relativ aggressiv sogar zurückgekauft wird, so ähnlich wie wir es jetzt die letzten Tage gesehen haben. Der Break unter die 15.300 ist am Freitag ja auch ausgeblieben. Wir sahen zwar initial eine Attacke auf das Level, aber dann doch ein Bounce und erstaunlich im stabilen Wochenschluss wieder an dieser Stelle. Ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, was ich davon halten soll. Ist das wirklich relative Stärke oder ist es das Hinauszögern des Unausweichlichen, dass da früher oder später sich eben dann auch dieser restriktive geldpolitische Kurs seitens der Fed bemerkbar macht, der dann zeitgleich mit dem S&P oder auch dem Nasdaq zurück unter die 12.000er-Marke zum Beispiel rutschen, den DAX dann deutlicher unter die 15.3 in Richtung der 15.000 eben tatsächlich befördert. Wir haben auf jeden Fall ein Level, welches wir uns merken sollten, wo wir eine Alarmlinie haben sollten. Das ist der DAX und die 15.300er-Marke. Und ja, alles weitere in den folgenden Minuten dann. Blick auf Gold können wir natürlich auch werfen, beziehungsweise auch auf den Devisenmarkt an dieser Stelle, aber auch hier die Volatilität wahrscheinlich eher erstmal rein technisch betrachtet durchwachsen. Also wir sollten, wie gesagt, nicht zu viel erwarten. Bevor wir aber ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf markets.com/de kostenlos eine Demo runter oder nutze einfach den Link, den ich jetzt hier schon in die Chatbox gestellt hatte, glaube ich, noch nicht, werde ich gleich noch tun. Um sich eine entsprechende Demo herunterzuladen. Dann teste man den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt und besonders die Produktcharakteristika mit dem persönlichen Risikoprofil korrespondieren. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen, vollständigen Risikohinweis ganz besonders. Komplette Produktpalette, Produktcharakteristika findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend schaut gerne auch in den Kontaktdetails vorbei auf der Webseite. Wenn ihr Fragen zu Markets ganz besonders als Broker haben solltet, nutzt gerne die Möglichkeit, mit der Elena einmal in Kontakt zu treten. Und darüber hinausgehend, Fragen zu den Märkten gerne hier im Morning Meeting entweder jetzt live in der Chatbox stellen oder aber, und auch alle Links, die ich jetzt hier ansteuere, findet ihr unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, gerne diese Kommentarfunktion nutzen und Fragen dort stellen. Entweder ich beantworte die dann schriftlich oder aber ich gehe im nächsten Morning Meeting hier live und in Farbe drauf ein. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, in der Discord-Community vorbeizuschauen und dort auch entsprechend eure Fragen zu stellen.
Ihr findet aktuell, sowohl jetzt hier in der Chatbox als auch unterhalb des Videos übrigens, ein Video, ein Link zu einer Registrierung für ein Event nächste Woche am Montag, gemeinsam mit Markus. Das ist ein Spezialwebinar zu den drei Säulen profitablen Tradings, zu dem ich euch herzlich einlade. Also nutzt gerne die Möglichkeit. Es ist nicht nur ein kostenloses Event, sondern darüber hinausgehend gibt es auch die Möglichkeit, dort ein Buch zu gewinnen, denn wir haben uns vorgenommen, ein Buch für alle 100 Teilnehmer zu verlosen. Also das heißt, 100 Teilnehmer, ein Buch, 200 Teilnehmer, zwei Bücher und so weiter. Also desto mehr Teilnehmer reinkommen, desto mehr Bücher werden verlost. Also nutzt gerne die Möglichkeit, wie gesagt, registriert euch gerne für das Buch und schaut gerne dort vorbei. Wir wollen jetzt hier, ausgehend von der Markt-Action, Price-Action, einen Blick werfen zunächst auf die Aktienindizes, einen Blick werfen auf den DAX, der, wie gesagt, sich hier bärisch präsentiert, Intraday bärisch schon seit heute früh präsentiert, das hatte ich auch hier geschrieben gehabt, da kann man das sehen. DAX Open Range zwischen 15.511 und 15.540, Intraday Vorteil unterhalb des EMA 50 auf 5 Minuten Basis zunächst Short, President's Day in den USA, aber oder beziehungsweise durch President's Day in den USA, aber ein evolatiler Handel erwartet. Übrigens, ich habe mal eine Frage, es ist mir heute Morgen gekommen. Gibt es das Wort evolatil? Also, oder ist das eine Wortkreation, die meinem Geist entsprungen ist? Das würde mich mal interessieren. Es ist mir heute Morgen, ich dachte mir, dieses Wort, es könnte sein, dass es das gar nicht gibt. Oder vielleicht gibt es das jetzt, weil ich es erfunden habe. Ja, das würde mich mal interessieren, ob es jemanden gibt, der da eine Einschätzung zugeben kann. Aber nochmal, also gehen wir davon aus, das Wort gibt es, volatile Handel erwartet, unter 15.500, eventuell Test der 15.400er Region denkbar. Und man kann es hier sehen, der Grund dafür liegt da, weil ich eine Trendlinie ausmache. Und zwar hier, wenn man den Chart auf der Stunde so ein bisschen zusammenstaucht, dann kann man das erkennen. Und wir machen uns gerade just genau in diese Gefilde eben auf. Wir sahen auch zwischenzeitlich also nicht nur den Break hier aus der Open Range auf der Unterseite, sondern auch den Retest und das Halten unterhalb. Das ist wie gesagt, also wirklich sauber, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich hätte vor dem Hintergrund eben des Handelstags heute eigentlich, ehrlich gesagt, ein choppiges Treiben erwartet. Kein schön sauberes, trendiges. Aber hier haben sich durchaus auch selbst nach dem Break aus der Open Range unterhalb dieser, entsprechend eben aus dieser Konsolidierung mit dem Drop dann tiefer, haben sich hier einige interessante Möglichkeiten gegeben. Vielleicht sogar das bis dato Momentum zu traden, jetzt diesen Drive Richtung der 15.400 oder dergleichen. Grundsätzlich aber, das kann man hier auf der Tagesebene sehen, sind wir weiterhin in einer topischen Struktur unterwegs. Also das heißt, wir sehen weiterhin ein, noch ein bisschen besser vielleicht zusammengefasst, relativ enges Treiben, innerhalb derer wir seitwärts schieben und das mittlerweile über ein verhältnismäßig langes Zeitintervall. Also wir haben nochmal einen finalen Breakout höher gesehen, interessanterweise, folgend auf die Fed. Das wurde nicht reversed, also umgekehrt. Ja, die Kommentare von Fed-Chairman Powell zu Beginn des Monats, also Mittwoch jetzt vor 3 Wochen, die waren relativ klar deutlich hawkisch, aber der wirkliche Grund für, in dem Fall hier für das Fed-Watch-Tool und das Auspreisen dieser gelbpolitisch-laxen Haltung, dass man ja daran erkennt, dass wir hier vor einem Monat noch mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50% erwartet hatten, dass wir seitens der Fed Ende des Jahres 2023 ein Leitzinsniveau haben von 425 bis 450 Basispunkten nach, also jetzt aktuell 450, 475 und dann im März, wenn nochmal 25 Basispunkte kommen, dann sind wir bei 475 bis 500. Also dass schon wieder zwei Zinssenkungen auf den Weg gebracht worden sind, dann in der zweiten Jahreshälfte, ab Juni, also beziehungsweise ab Juli, August, Juli, September ist es. Und das ist komplett ausgepreist worden. Ganz im Gegenteil, wir sind nicht nur ausgepreist, sondern wir sind jetzt in Richtung des Dotplots gelaufen. Also das, was die Economic Projections eben seitens der Fed hier schon im Dezember suggeriert haben, was ja sowieso interessant war, dass der Markt sich komplett von dem abgekoppelt hat, was man eigentlich seitens der Fed kommuniziert und der Fed-Offiziellen und der stimmberechtigten Fed-Mitglieder. Und dieses Auspreisen, also wie gesagt, du kannst diese geldpolitische Erwartungshaltung, kannst du als möglichen Grund für die jüngste Bullishness im S&P sehen oder auch im DAX dann vielleicht nochmal in Ergänzung, aber nichtsdestotrotz halten wir uns jetzt, nachdem das ausgepreist wird, erstaunlich stark. Können den Ausbruch auch hier auf Paul folgend können wir den halten, haben auch diverse Tests gesehen hier, der Region um 15.300 Punkte, auch da kann man die entsprechende Signifikanz dieses Bereich sehen. Eventuell gehen wir noch ein Stück weit runter, haben eine Range, eine wichtige Unterstützungsregion zwischen 15.200 und 15.300. Sollten wir dann unter 15.2 fallen und unterhalb schließen, wäre das ein, meiner Einschätzung nach klar bärisches Signal. Was die Wahrscheinlichkeit dramatisch erhöhen würde, dass wir zügig in Richtung mindestens der 15.000er Region laufen, sondern vielleicht sogar noch darunter fallen. Also das ist die Schlüsselregion auf der Unterseite. Und
Nicht, dass sie heute angelaufen wird. Ja, vielleicht so vor dem Hintergrund eben des Presidents Day. Ich bin jetzt schon überrascht, wie gesagt, dass wir diese fast schon saubere, schöne Trendstruktur für den Tag eben eingeschlagen sehen. Schauen wir mal, wie sich der weitere Handelsverlauf darstellt. Ich hatte von der Trendlinie hier in dem Tweet heute früh gesprochen. Das wäre so eine Orientierung. Attacke auf die 15.300 sehe ich ehrlich gesagt nicht. Dafür ist der Wirtschaftswochenkalender zu dünn. Da haben wir heute maximal das Verbrauchervertrauen der Eurozone. Das sollten wir nicht überbewerten an der Stelle. Also sprich, ein Test dieser Trendlinie, die man hier eventuell einzeichnen kann. Versuch letzte Woche am Freitag früh, diese zu brechen. Hier und die Attacke auf die 15.300, die erneut rejected werden konnte. Also wir haben ja hier verhältnismäßig schwach begonnen, vergangene Woche Freitag, hier mit diesem bearischen Drive. Und dann haben wir ja ein deutliches Reversal gesehen. Erinnert euch vielleicht dran, ich hatte, glaube ich, hier innerhalb des Morning Meetings gesagt, hatte ich das gesagt? Vielleicht habe ich es auch nur gedacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber dass man hier eventuell ein erneutes Überrollen durchaus in Betracht ziehen könnte. Das war auch ungefähr so die Region, wo wir Schwierigkeiten hatten rund um den Kassa Open. Das war hier so die 9-Uhr-Kerze. Ja, das kommt ungefähr hin. Da haben wir Schwierigkeiten gehabt um 4:20. Wir rollten dann über, aber wir haben eben ein höheres Tief ausgebildet. Also das war interessant. Es kam dann auch mit den US-Märkten nachmittags kein weiterer Druck auf. Also das ist alles eigentlich bis zur Mittagszeit gelaufen. Die US-Märkte, die waren da relativ unspektakulär. Und ja, wir haben dann ein höheres Tief ausgebildet und wieder in den Abend hinein Aufschläge gesehen. Haben verhältnismäßig stark die Woche eigentlich schließen können. Alle Verluste aufgeholt, die sich seit morgens aufgetan hatten, beziehungsweise nahezu alle Verluste aufgeholt, die sich hier in Relation, obwohl, ja doch, genau, alle Verluste hier bis zum Schlusskurs von Donnerstag haben wir wieder aufgeholt. Und nichtsdestotrotz, wir haben bis dahin auf jeden Fall erstmal diese Trendlinie halten können. Es ist weiterhin eine erstaunliche Stärke erkennbar. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir uns definitiv noch nicht sicher sein können, dass das auch nachhaltiger Natur ist. Und spätestens, wenn diese Unterstützung auch seitens der Wall Street dann wegbricht und sich anfängt, der BIOS zu shiften. Und wie gesagt, morgen mit den Walmart-Earnings ist das durchaus realistisch, dass das dann schon in der Vorbörse passiert, weil wir können hier sehen, Tuesday before open bedeutet, dass vorbörslich die Zahlen veröffentlicht werden. Also so ähnlich wie eine Wirtschaftsindikation. In dem Zusammenhang gegen 12, 13 Uhr werden, ich vermute mal 13 Uhr, ungefähr 13, 13:30, 14 Uhr, ja, 14 ist schon relativ spät, echt. Ich glaube, 13 Uhr wird es wahrscheinlich sein. Da werden die Earnings dann entsprechend veröffentlicht und genau da könnte dann durchaus ein Impuls ausgehend vom Future-Handel in den US-Märkten eben tatsächlich kommen. Wie gesagt, heute nicht. Heute ist President's Day. Das erkennt man auch hier dran. Zum Beispiel, dass erst nachbörslich Zahlen vorgelegt werden und die sind jetzt auch nicht so, ich würde mal sagen, aussagekräftig. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne keins von den Unternehmen, was hier jetzt Zahlen vorlegt. Das ist dann ab morgen, Dienstag, ist das definitiv anders. Walmart, Home Depot. Wir haben Coinbase, haben auch zum Beispiel als mögliches Play. Wir haben Baidu, ganz interessant vielleicht auch nach den jüngsten Entwicklungen in China, auch im Hinblick auf nicht nur China jetzt grundsätzlich in der Gegenbewegung, im E-Commerce-Bereich dort auf breiter Front, sondern auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz, wobei du ja durchaus eine führende Rolle, vielleicht sogar global, also mindestens in China einnimmst. Nvidia, dann Etsy vielleicht auch ganz interessant, Teladoc könnte mal interessant sein, war mal im letzten Jahr auf jeden Fall einiges interessant, besonders von der Short-Seite. Mal gucken, ob die ihre Guidance-Problematik in den Griff bekommen haben. Das Management hat da jetzt nicht ganz so überzeugt. Wir haben Moderna, wir haben Alibaba, wir haben Block, Querstrich, das war ehemals Square, Carvana, das ist dieses, nennen wir es mal Amazon oder eBay, vielleicht für Gebrauchtwagen an der Stelle, welches von einem Everybody's Darling 2021 jetzt im Bereich Bankruptcy gerutscht ist. Die Aktie hatten wir auch zwei, dreimal zum Thema gehört. Also wir haben einige Earnings noch in den kommenden Tagen, die ganz interessant sein könnten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, hauptsächlich denke ich, bezogen auf den breiten Markt, bezogen auf den DAX, Querstrich ganz besonders den S&P, denke ich, dass Walmart am signifikantesten ist und am interessantesten eben tatsächlich auch ist. Aber wie gesagt, die Impulse, die sind dann frühestens morgen eben zu erwarten. Also Schlüssellevel im DAX, 15.300. Ganz kurzfristig könnte man hier in den ganz untergeordneten Zeitebenen vielleicht den einen oder anderen Trade auf den Weg bringen. Das wären aber ganz kurzfristige Trades. Wirklich einen klaren Bruch aus dieser choppigen Struktur, die sich in den letzten 3 Wochen hier folgend auf die Fed
herauskristallisiert hat, sehen wir auf der Oberseite erst über 15,6 und auf der Unterseite erst unter 15,3, vielleicht sogar erst unter 15,2. Und nichtsdestotrotz würde ich mir in diese Gefilde auf jeden Fall eine Alarmliege legen, denn ich denke, vor dem Hintergrund besonders auf der Unterseite, dieser Signifikanz der Region, die sich hier herausgestellt hat, besonders unterhalb von 15,3, wäre stärkere Abwärtsdynamik zu erwarten, sollten wir dieses Level eben tatsächlich brechen und sollten wir vor allem darunter schließen, das könnte dann auch für weitere Anschlussverkäufe in den kommenden Tagen, könnte das entsprechend eben dann sprechen. So, ich schaue mal ganz kurz übrigens, ob ich Fragen hier in der Chatbox habe, in irgendeiner Form. Guck mal ganz kurz. Sehr gut. So, okay. Ist ja spannend. Ha, jetzt kommt die Frage rein. Sehr gut. Ah, das ist ja interessant. Invariabel ist das Gegenteil von volatil. Tatsächlich. Das ist ja spannend. Sich nicht verändern lassend. Von außen gegenüber unveränderlich. Ha, okay. Okay, das ist spannend. Okay, vielen Dank. Das ist interessant. Das ist interessant. Invariabel. Aber wisst ihr mal, was ich meinte, wenn ich schreiben würde? Wenn ich schreiben würde, aber invariabler Handel erwartet? Wäre auf jeden Fall sprachlich, wäre das natürlich großartig. Ja. Also damit würde ich mich ja fast schon qualifizieren als kommender Außenminister. Ja. Wenn ich solch eine sprachliche Brillanz an den Tag legen würde. Ja, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich will das nicht weiter ausführen, weil der eine oder andere hat vielleicht ja die Entwicklungen hier übers Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz mitverfolgen dürfen. Ja, es gibt ja immer noch welche, die jetzt behaupten, das kann ja mal passieren, man kann sich ja mal versprechen, aber ganz ehrlich, das ist schon ganz schön oft versprochen, ehrlich gesprochen, aber das ist ja nicht Thema des Morning Meetings sein. Also, vielen Dank erstmal an Thomas, vielen Dank, invariabel, ist großartig, ich werd mir dieses Wort mal genauer betrachten, tatsächlich. S&P, S&P 500, S&P 500 unverändert, wie gesagt, unspektakulär und meiner Einschätzung nach auch relativ schwach in Relation zu dem, was uns der DAX präsentiert. Also wir sehen hier, das war am Freitag früh, relativ volatile, choppige Action, solider Schluss, aber es war jetzt kein deutlicher Schluss zurück über der 4100er Marke. Das ist eine klar, meiner Einschätzung nach zwar Konsolidierung, aber mit eher bärischer Tendenz. Also der Grund auch, warum ich für den DAX eher skeptisch bin und ich immer noch überrascht bin, ehrlich gesagt, dass der sich diesem Abgabedruck entziehen kann, das hat eben damit zu tun, weil ich mir hier auch den S&P anschaue und mir denke, das, was wir hier sehen, das ist eigentlich zunehmend ein eher negatives Signal. Besonders, wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir folgend auf die Inflationszahlen vergangene Woche am Dienstag und dann hier auf die Erzeugerpreise am Donnerstag war es, dass wir in den Abend hinein besonders und dann über den Handelsverlauf am Freitagmorgen in Europa, dass wir unter diese Tiefs gerutscht sind, im Bereich um 4100 Punkte verlaufend und diese nicht in der Lage waren, zurückzuerobern. Also dafür hält sich der DAX immer noch erstaunlich stabil, aber ich sag mal so, was nicht ist, das kann durchaus realistisch noch werden und deswegen geht meine Tendenz auch eher auch in Richtung Short, weil sich doch hier in den US-Märkten deutliche Anzeichen herauskristallisieren, dass es für einen zu einem nochmaligen Test der 4100er Region kommt, statt zu einem zu einer Rückerung der 4100er Marke. Also das hat sich hier besonders am Freitag hat sich das herauskristallisiert, auch wenn die Price Action ein bisschen undankbar war. Besonders wenn man zum Beispiel hier Korrekturplays oder tieferen Pull-in sich wünscht, vielleicht auch in gewisser Form. In der Tesla zum Beispiel, die hatte ich als mögliches Play in der Discord-Community, hatte ich die zum Thema gemacht gehabt. Und da ist es so, das war natürlich ein kontraproduktiver Handel, dass da kein Abgabedruck aufkam, dass wir nicht die 4050er Marke rausgenommen haben, sondern die relativ deutlich haben halten können. Was aber nicht ist, das kann durchaus noch werden. Und wie gesagt, eher choppiges Treiben, Tendenz geht durch den geldpolitisch erwartet restriktiveren Kurs seitens der Fed in der zweiten Jahreshälfte eher in Richtung auch Korrektur, die sich früher oder später dann neben Gold und US-Dollar eben auch im S&P, im Equities-Bereich zeigen dürfte. Und hier ist es dann so, sollten wir die 4050 brechen, gehe ich ganz realistisch davon aus, dass das auch
zeitnah korrespondieren dürfte mit einer Attacke auf und Fall unter die 15.300. Der DAX hat dann eine natürliche Tendenz, so ein bisschen zu übertreiben, vielleicht auch auf der Unterseite. Also erstes anzuwiesendes Ziel im DAX ist dann der 15.000er Bereich. Im Falle des S&Ps Schlüssellevel 4050 und sobald wir das droppen, das Level, würde ich sagen, wir können auch hier in dem Zusammenhang übrigens erkennen. So. Würde das korrespondieren mit einem Bruch dieser Aufwärtstrendlinie und würde dann weitere Abschläge denkbar machen, die uns zunächst in Gefilde bis, wie gesagt, 4000 Punkte führen, übergeordnet vielleicht sogar, das wäre dann ungefähr diese Region hier, übergeordnet vielleicht sogar korrespondieren dürften mit einem Retest nochmal der 200-Tage-Linie hier in Pink auf dem unteren Chart. Das ist so Region 3940, 3950 Punkte ungefähr. Sollten wir, wie gesagt, diese Trendlinie brechen, unter 4050 droppen und auch die 4000er Marke eventuell nochmal ernsthaft attackieren, dann wäre solch ein Lauf denkbar, der uns Richtung 3950 führt. Im Falle, also zunächst erstes Ziel, im Falle des DAXes wäre das zu erwarten, dann mit einem Break 15300 und dann entsprechend eben Flush-Out Richtung 15.000, eventuell sogar ein kurzer Flush tatsächlich darunter. Aber das Action-Level, glaube ich, im Falle des DAXes ganz besonders, ist der Bereich um 15.300 Punkte. So, das also zum S&P. Werfen wir mal einen Blick auf den Nasdaq noch final, von dem ich noch viel mehr erstaunte, ehrlich gesagt, als vom breiten Markt, besonders vom S&P, weil wesentlich zinssensitiver. Und sich dieser Entwicklung komplett entzieht, die wir hier im Zinsbereich sehen. Also ich überlege gerade, ob ich mal ganz kurz was probiere. Zwar, was wir jetzt mal machen können, ist, ich habe hier mal die Qs, das ist der ETF auf den S&P, Entschuldigung, der ETF auf den Nasdaq 100. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich überlege gerade Indikatoren. Ne. Alarm. Gab es hier nicht mal eine Möglichkeit? Ein Tag. Symbol hinzufügen. Ha, Symbol hinzufügen. Sehr cool. Okay, und zwar. Wir schauen uns mal die zweijährigen Zinsen an. Die legen wir uns mal da drüben. Ja, okay. Das ist nicht wirklich produktiv, ehrlich gesagt. Ja, kann man. So einigermaßen kann man es erkennen, oder? Wenn ich das Volumen mal hier rausnehme. Also, worum es mir hier geht. Zweijährige Zinsen, deswegen habe ich die jetzt da drüber gelegt, hier in Orange gefasst. Zweijährige Zinsen sind eine sehr, sehr gute Indikation dafür, was seitens des Marktes im Hinblick auf den geldpolitischen Kurs seitens der Fed erwartet wird. Und was wir ja hier sehr deutlich erkennen können, ist, dass diese beiden auseinandergehen. Also das bedeutet sehr deutlich gesprochen, wir sehen an der Stelle, sehen wir steigende Zinsen, also eine restriktive Geldpolitik seitens des Marktes, besonders seitens der Fed erwartend. Sollte damit korrespondieren, das sieht man hier dann ab August ganz besonders, steigende Zinsen, zweijährige Zinsen, die damals von wie viel Prozent kommen? Ich guck mal ganz kurz, das wird mir, na, das wird prozentual angezeigt, das ist ein bisschen suboptimal. Okay, sei es drum. Also, ich vermute mal, da werden wir uns deutlich über 2% bewegt haben. Tatsächlich, ich guck mal ganz kurz. Ja, 3% wahrscheinlich, so 3,5%, 4% vielleicht sogar. Wenn ich die Bewegung so sehe. Ich würde mal sagen, 3% werden es sein, ungefähr. Okay, also spielt aber keine Rolle. Fakt ist auf jeden Fall, Zinsen ziehen an, geldpolitisch restriktivere Haltung wird eingepreist und wir sehen in dem Zusammenhang eben die Qs dann in dem Zusammenhang unter Druck. Und jetzt sehen wir auch hier, also choppiger Handel, ne? Choppige Tendenz, choppiger Handel im Nasdaq. Und jetzt passiert eben was ganz Interessantes. Jetzt sehen wir, Trendlinie brauche ich mal, wo habe ich sie denn? Fibonacci Retracement, wo haben sie hier? Jetzt sehen wir eben hier einen Anstieg. Da gibt es einen kurzen Drop in den Zinsen. Und seitdem, nach dem Drop, gibt es jetzt hier einen starken Anstieg, aber wir halten uns eben relativ stabil im Nasdaq. Und das ist eben genau diese relative Stärke, von der ich sprach, dass der Markt diese Tendenz hier im Zins offensichtlich in der Lage ist, abzuschütteln, so möchte ich das vielleicht mal bezeichnen. Also wir sehen an dieser Stelle einfach, dass die Zinsen
sich wesentlich restriktiver, beziehungsweise also anziehend darstellen infolge dieses restriktiveren geldpolitischen Kurses. Folgend, also der Zeitstempel wird man feststellen, hier der Sprung, diese starke Aufwärtsbewegung, die resultiert oder die ist getaktet oder datiert auf den 3. Februar. Das war der Tag, als die Non-Farm Payrolls deutlich über der Erwartung veröffentlicht worden sind mit 500.000 neu geschaffenen Stellen. Und der Markt, wie gesagt, kann das abschütteln. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie lange kann der das noch abschütteln? Logischerweise möchte man fast sagen, sollte es zu einem erneuten Überrollen hier kommen, beispielsweise weil die Guidance von Walmart morgen dramatisch schlecht sich darstellt, beispielsweise, wovon aber ehrlich gesprochen, möchte man sagen, nicht ganz so ausgegangen werden sollte, dann wäre ein Rücksetzer hier zeitgleich mit einem bullischen Impuls eigentlich in Tech-Aktien besonders wahrscheinlich würden wir uns konfrontiert sehen. Sollten wir stattdessen diesen Bereich brechen und somit diese Hochs an dieser Stelle, also hier sehen wir, wenn wir jetzt mal ganz stark zurückgehen, dieser Einbruch der Zinsen, zweijähriger Zinsen, kontinuierlich mit anziehendem, Equity-Preisen gesehen, geldpolitisch also expansiverer Kurs, und dann begann der Markt hier einen geldpolitisch restriktiveren Kurs bereits über das Jahr 2022 zu antizipieren. Das war dann ins Ende des Jahres 2021 hinein. Wir sind relativ weit auch gelaufen, auch im Hinblick auf die auf das Abstoßen, sage ich mal, von dem, was im Hinblick auf die Earnings erwartet werden durfte. Das Multiple, mit dem dann entsprechend eben der Nasdaq getradet hat, insgesamt getradet hat, Multiple wahrscheinlich von 30, leicht über 30 zu 1 roundabout, während der Median eben im Bereich, würde ich mal sagen, um 20 liegt. Und dadurch sehen wir so ein Abstoßen auf der Oberseite und dann kommt es früher oder später einfach zu einer natürlichen Mean Reversion. Das in Verbindung mit den Zinsen war vielleicht eine gute Indikation, ausgehend von welcher man hat sagen können, wir gehen jetzt wahrscheinlich mal in eine tiefere Korrektur. Das ist jetzt natürlich in der Nachbetrachtung einfach gesagt, aber Fakt ist auf jeden Fall, sollten wir jetzt hier diesen Zins, diese Entwicklung weiter fortschreiben und sollten wir einen Ausbruch auf höhere Hochs zu sehen bekommen, dann wäre in diesem Zusammenhang eher nochmal mit einem Leg-Down eben im Falle des Nasdaq zu rechnen. Und ich würde dann an der Stelle eben sagen, ein schärferer Push tiefer bis in diese Gefilde hier, ungefähr um diese Hochs, dann gehen wir jetzt mal zurück in den Chart, also das heißt bis in diese Gefilde um ungefähr 11.900, 12.000 Punkte, scheint dann in diesem Zusammenhang durchaus realistisch zu sein. Das wäre auch ungefähr, wie man hier dann erkennen kann, hoppala, das wäre auch ungefähr dann ungefähr ein Retest der 200-Tage-Linie nochmal. Und dann wird sich zeigen müssen, ob wir in der Lage sind, die zu halten. Sofern wir in der Lage sind, die zu halten, könnte das dann mit Halten ein erneutes Aufdrehen, könnte das dann einen Push nach sich ziehen, der uns Richtung 12,8 und dann über 12,8 Richtung der 13.600er-Region ungefähr führt. Das ist ungefähr die Region um die August-Hochs. Das blieb aber erstmal abzuwarten. Solch ein Rücksetzer, den würde ich mir ganz besonders natürlich im Einzeltitelbereich bei einigen jetzt jüngst auch sehr stark performten Titeln, die rein fundamental mega stark aufgestellt sind, würde ich mir den ehrlich gesprochen wünschen. Das sind dann, da kommen wir nämlich jetzt mal zu den Einzeltiteln, bisschen übergeordnet, das sind ganz besonders eine Nvidia oder beispielsweise auch eine Tesla. Wir gucken uns erstmal Nvidia an. Hat ja jetzt einen riesen Lauf gesehen auf der Oberseite, hat sich allerdings jetzt schon, also auch am Freitag, relativ schwach präsentiert. Also hier minus 2,88%, wir können mal auf die Qs gehen, die Qs am Freitag minus 0,7%, also haben die Qs underperformed, während Tesla zum Beispiel erneut über 3% im Plus geschlossen hat. Also das waren erneut fast 400 Basispunkte, die Tesla die Aktie stärker performt hat als der breite Markt, vielleicht auch erneut getrieben durch besonders die Aktivität im Optionsbereich. Vielleicht aber auch ein Signal, dass sich beginnt zunehmend jetzt Optimismus breit zu machen im Hinblick auf das fundamentale Bild und im Hinblick auf den vielleicht auch jetzt anstehenden Investors Day. Das hatte auch der, ich ziehe es mal ganz kurz hier rein, das hatte auch der Heiko geschrieben hier. Und zwar Tesla nach dem starken Wochenausklang, da gucken wir gleich drauf, und dann kommt ja bald der Investors Day am 1. März. Das könnte durchaus sein, dass da Signale gesendet werden, die in irgendeiner Weise, bullisch für die Aktie gewertet werden, im Hinblick auf Überraschungen, auf eine entsprechende Entwicklung, zum Beispiel im Bereich vielleicht auch Energieversorgung, diese Megapacks und dergleichen. Aber erst bevor wir auf Tesla schauen, zunächst der Blick einmal auf Nvidia. Also Nvidia hat ja einen unglaublich starken Lauf auch seit Jahresbeginn gesehen,
Ausgangsposition um $140 die Aktie ungefähr, hat dann jetzt innerhalb der letzten ungefähr 8 Wochen, 7 Wochen sind es, 7 Wochen hier in der Spitze Aufschläge gesehen von $90 die Aktie, was dann Aufschlägen entspricht, müssen wir kurz rechnen, aber 50% sind es auf jeden Fall, 60%, ungefähr 70%, also richtig starke Entwicklung, wie wir es dahin gesehen haben. Modus sieht jetzt allerdings ein bisschen überdehnt aus, das können wir uns auch mal ganz kurz hier an dem Chart vielleicht anschauen. Ich mache mal kurz die 10-jährigen, die 2-jährigen Zinsen zu. Na? So. Und oh shit, jetzt habe ich gerade ins Moment, einen Moment. Ich habe den WeWop einmal zugemacht. Das war jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. So, den wollte ich nicht zumachen. Den brauche ich nämlich noch. So, und zwar im Hinblick auf den Keltner-Kanal. Vielleicht nochmal ganz kurz als Orientierung. Wenn ich spreche von Überdehnung in irgendeiner Form, dann mache ich das in Relation vom Keltner-Kanal. Und den Keltner-Kanal, den legen wir auf eine Nvidia logischerweise. Und was ich hier mache, ist, ich gucke mir auf Tagesbasis den gleitenden Durchschnitt an, exponentiell geglätteter Durchschnitt, EMA 50 auf Tagesbasis. Und dann macht der Keltner-Kanal Folgendes, und zwar in Relation von der ATR, der durchschnittlichen Schwankungsbreite, die kann man sich ja auch als Indikator anschauen, Average True Range. Ja, für die letzten 22 Tage mache ich das immer für einen Handelsmonat. Ich mache mal ganz kurz Folgendes, dann visualisieren wir das auch mal ganz kurz. Also, und zwar den sollen wir einmal, so, die Basis, die zeigen wir auch mal ganz kurz an. Die Basis ist jetzt die blaufarbene Linie. Also, Verzeihung, die blaufarbene Linie ist es nicht, nur die blaufarbene Linie. Und was wir jetzt hier an der Stelle machen, ist, das ist der gleitende Durchschnitt, das ist der EMA 50 an dieser Stelle. Und das obere Band, beziehungsweise das untere Band, dafür gucke ich mir die ATR an, die liegt hier aktuell bei $9,50. Und dann nimmst du den 50er EMA, multiplizierst den mit 5, also das fünffache ATR. An der Stelle haben wir dann also $47 ungefähr. $47 und setzt die oben an. Also oben, das ist dann das obere Ende hier im Kanal. Also das heißt, da, wo das Ende ist, oder wo die obere Begrenzung dieses Kanals ist, das ist die fünffache ATR von diesem EMA 50 weg. Beziehungsweise auf der Unterseite ziehen wir die fünffache ATR ab. Und wenn ich dann sage, dass wir überdehnt sind auf der Oberseite oder auf der Unterseite, je nachdem, dann mache ich das eben in Relation hier zu diesem Keltner-Kanal einfach. Und in Abhängigkeit von der Average True Range. Also das heißt, wie weit wir von der durchschnittlichen Schwankungsbreite in eine Richtung weggelaufen sind. Und was man eben erkennen kann, ist, dass wir seit eigentlich Jahresbeginn hier von diesem 50er EMA, also wir haben inmitten dieses Keltner-Kanals gehandelt und wir sind jetzt innerhalb der letzten 3 Wochen, Entschuldigung, 6 Wochen, seit Jahresbeginn ungefähr, 6 Wochen roundabout, sind wir auf der Oberseite derart weit weggelaufen. Man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die Sache ist, die noch aussagekräftiger wird, wenn das innerhalb von ganz wenigen Tagen gelaufen ist. Ich guck mal ganz kurz, ich glaube, das war in United Airlines, war es United? Ja, hier. Auch da sind wir innerhalb relativ kurzer Zeit, sind wir 5 ATR weggelaufen gewesen. Allerdings war das Zeitfenster in dem Fall, das war in die Earnings hinein. Ab dem 4. Januar ist das gelaufen innerhalb von einer Woche oder dergleichen. Desto kürzer solch ein Extrem erreicht wird, desto stärker wird wahrscheinlich auch eine entsprechende Reaktion ausfallen. Also hier zum Beispiel, das war der Earnings Day, da haben wir dann eine entsprechende Reaktion drauf gesehen. Aber trotzdem als Orientierung ist das relativ, relativ gut. Und im Hinblick auf Nvidia könnte man durchaus sagen, wir sind seit Jahresbeginn einfach schon recht weit gelaufen. Man muss auch mal berücksichtigen, das ist ein Big Tech Name. Also wir reden bei Nvidia, ich will das mal ganz kurz hier auf FinWiz vielleicht zeigen, wir reden von einer Firma, die hat einfach eine Marktkapitalisierung von Status Quo einer 500 Millionen. Also nicht eine Billion, also eine Milliarde, sondern 500 Milliarden. Und wenn solch ein Unternehmen, solch eine Bewegung in solch einer Größenordnung von 60-70% innerhalb von einem Zeitfenster von 6-7 Wochen auf den Weg legt, dann darf man schon davon sprechen, dass das jetzt nach oben doch ein bisschen arg überdehnt anmutet. So, ich nehme die Basis mal wieder raus. So, und das wiederum ist etwas in Verbindung jetzt mit den anstehenden Earnings, was meiner Einschätzung nach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es dort zu einer Korrekturbewegung kommt in Richtung
dieser Ausbruchregion hier. Das ist so ein Bereich ungefähr um 190 Dollar, Pi mal Daumen. Also so ein Rücksetzer in diese Gefilde, das fände ich ganz interessant. Schlüssellevel dürfte liegen hier im Bereich so um 208, 209 Pi mal Daumen. Also das ist das kurzfristig wohl relevante Level. Mal gucken, ob wir das morgen schon anlaufen und vielleicht auch droppen. Wie gesagt, auch da könnte Walmart eine Rolle spielen, weil Walmart auf dem breiten Markt ausstrahlt und dann in diesem Zusammenhang hier Nvidia runterziehen könnte. Sollte das ausbleiben und sollten wir hier in dem Zusammenhang innerhalb dieser Range uns weiter bewegen, vielleicht sogar einen kurzen Bounce sehen, vielleicht sogar in Richtung der 215, nochmal 220 irgendwie laufen, wäre das auch interessant, weil das Chance-Risiko-Verhältnis technisch meiner Einschätzung nach den Short-Play nochmal interessanter werden lässt. Also in die Earnings hinein sogar. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir bei Nvidia eher einen durchwachsenen Earnings Release. Das ist eigentlich falsch ausgerichtet. Also eigentlich, die werden solide sein, die Earnings. Das wird nicht das Problem sein. Aber es ist einfach vieles vielleicht schon eingepreist ist im Hinblick auf eine günstigere Guidance nach der Downward Revision über das komplette Jahr 2022. Und dieser nennen wir sie mal Kontraktion, besonders im Hinblick auf den Gewinn pro Aktie an der Stelle. Und das ist etwas, was im Gesamtkontext vor dem Hintergrund so überdehnt sich darzustellen und den übergeordneten Markt, der prädestiniert scheint für eine Korrekturbewegung, dann schon interessant für ein Shortplay in diese Earnings hinein. Ich habe wirklich Schwierigkeiten zu sehen, dass die Earnings so weit überzeugen, dass sie uns in der Lage sind, hier ohne Schwierigkeiten über die 230 zu befördern. Und demnach, wie gesagt, also ich bin mal gespannt, ob wir morgen schon diesen Drop sehen, vielleicht beziehungsweise den Drop zu sehen bekommen am Mittwoch dann in die Earnings hinein, ob wir unter die 210, das ist ungefähr, rutschen sollten. Das ist ungefähr der Bereich auch um die Tiefs, die wir hier am Freitag ausgebildet haben. Oder aber ob wir vielleicht nochmal einen kurzen Pop sehen auf der Oberseite, Richtung so der 215, 220. Ging, wie gesagt, diesen Bereich könnte das interessant sein. Ziel einer solchen Korrektur, realistisch im Bereich so ungefähr um die 180er Region, Pi mal Daumen. Ja, Pi mal Daumen, dieser Bereich, wenn du von 215 ausgehst, von 220 vielleicht sogar optimal, dann hast du an der Stelle eine Chance auf der Unterseite von 30 Dollar, die einem Risiko entgegenstehen, ich sag mal von 10 von 3 zu 1, könnte also interessant sein für so ein Play. Aber das erweckt einen falschen Eindruck, denn ich habe jetzt ein Shortplay zum Thema gemacht. Längerfristig glaube ich, es Nvidia, besonders durch seine Position auch im Hinblick auf die GPUs, also diese Graphic Processing Units zum Beispiel, mega stark aufgestellt, um auch im Bereich, also die dort genutzten Prozessoren, um dort eben eine führende Rolle im Hinblick auf die jetzt voranschreitenden Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz einzunehmen. Das hat sich schon seit langer Zeit herauskristallisiert und besonders vor dem Hintergrund, also jetzt dieser scharfen Korrekturbewegung, die wir übers Jahr 2022 gesehen haben, hier sind wir doch ein bisschen steil auf der Oberseite gegangen, ehrlich gesagt. Genauso wie das allerdings zu steil auf der Oberseite war, war das im Hinblick jetzt auf diese Korrekturbewegung vielleicht auch ein bisschen sehr arg vom realen Unternehmenswert bzw. der Erwartungshaltung für die Zukunft im Hinblick auf das Wachstum im Bereich Halbleiter. Auf der Unterseite sind wir doch ein bisschen extrem gelaufen. Und sollten wir solch einen Flash zu sehen bekommen, Richtung nochmal dieser Gefilde, dann scheint mir das auch mittelfristig ein ganz interessanter Bereich zu sein, gegen den man sich long positionieren könnte in Nvidia mit dem Ziel, dass es dann im Laufe der kommenden Monate, natürlich vorausgesetzt, das übergeordnete Markenwert bleibt freundlich und es gibt jetzt hier nicht irgendwie eine Fette, die irgendwie sagt, wir haben eine Leitz, wir haben hier unser Ziel noch nicht erreicht, Inflation unter Kontrolle zu bringen und wir folgen in Anführungsstrichen den Ausführungen von Stanley Druckenmiller, der gesagt hat, ich glaube, es hat es noch nie gegeben, dass die Inflation, glaube ich, über 4% gestiegen ist. Vielleicht waren es 5%, was er in dem Interview mal sagte. Das ist ungefähr jetzt ein halbes Jahr her. Das war letztes Jahr im Sommer mit CNBC, glaube ich, sagte, wenn die Inflation über dieses Niveau gestiegen ist, also sagen wir jetzt mal 4%, glaube ich, waren es, dann war die Fed in der Vergangenheit nie in der Lage, die wieder unter oder in den Bereich der Zielmarke von 2% zu bringen, wenn sie den Leitzins nicht darüber hinaus angehoben hat. Jetzt sind wir leitzinstechnisch bei rund 5% angekommen. Wir erwarten eine Leitzinsanhebung bis 500 Basispunkte plus minus 25 Basispunkte, also 525 oder eben 475, 500, je nachdem. Aber immer noch 100 Basispunkte unter dem, wo die Inflation gerade verharrt und wo es jetzt gerade vielleicht auch so eine Bodenbildung gibt. Könnte sein, dass sich solche eine herauskristallisiert, besonders vor dem Hintergrund der konjunkturell doch nicht so dramatischen Eintrübung, wie sie jetzt zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze letzte Woche gezeigt haben, die Non-Farm Payrolls und dergleichen. Und das könnte natürlich dann nochmal den Markt richtig auf dem falschen Fuß erwischen und ein richtig scharfes Leckdown nach sich ziehen. Aber bleibt das aus und hält Nvidia in dem Fall dann eben hier als Leader im Bereich Grafikprozessoren, beziehungsweise auch Grafikprozessoren im Hinblick auf die Vorreiterrolle, die
die diese Prozessoren im Bereich Entwicklung künstliche Intelligenz haben werden, dann gehe ich davon aus, dass mit einem Halten dieser Region einen Run zurück in Richtung der 280, 300er Region realistisch in den kommenden 12, 18 Monaten sogar realistisch scheint. Ob es nochmal so einen Run gibt, da bin ich jetzt nicht so sicher, dass wir 100% innerhalb von wenigen Monaten an der Stelle eben machen. Aber ich glaube, das wäre schon ein nicht zu unterschätzendes Szenario, sollte sich diese Bodenbildungsphase und das Halten überhaupt der 200-Tage-Linie weiter herauskristallisieren. Also ich glaube, Nvidia ist da ein ganz interessanter Kandidat im Bereich Halbleiter. Und wer sich da auch plant, mit einem Market Leader im Bereich künstliche Intelligenz sogar in gewisser Form zu positionieren. Stichwort Market Leader, sind wir natürlich bei Elektromobilität bei Tesla. Vielleicht sogar Energieversorgung insgesamt, möchte man fast schon sagen. Auch da Mega-Run gesehen, relativ stark überdehnt. Erneut extrem starker Schluss letzte Woche Freitag. Ich habe hier versucht, am Freitag auf der Short-Seite, ich guck mal ganz kurz, das stimmt übrigens nicht ganz. 16. Ach so, oh Verzeihung, ich bin einen Tag verrutscht hier. Also, ich hatte hier versucht, Drops auf der Unterseite hat sich zu shorten, mit dem Ziel 190, ausgehend von dem Gameplan, den ich in Tesla eingestellt hatte. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen, fahre noch ein bisschen nach oben. So, hier hatte ich für Tesla einen Shortplay zum Thema gemacht. Ganz kurz zu Dash, also DoorDash war kein Thema. DoorDash hat relativ starke Earnings eigentlich gebracht. Solide Guidance ist dann allerdings kontinuierlich abverkauft worden, den gesamten Handelstag. Ganz schwache Reaktion eigentlich auf solide Earnings. Tesla war ein alternatives Play, war jetzt nicht unbedingt A+, also war an der Grenze, war aber dennoch aktiv gehandelt in der Vorbörse. Das hat man durchaus gesehen mit über 5 Millionen Stücken, die da umgegangen sind. Also liquide war es auch alle Male. Und nach dem relativ schwachen Schluss, den wir hier am Donnerstag gesehen haben, diesem Drop, hatte ich durchaus ein Szenario auf dem Schirm für weitere Abschläge. Sollten wir diese Tiefs hier rausnehmen, die wir dort in der Nachbörse ausgebildet hatten. Das war so im Bereich ungefähr um 198. Und da wollte ich ein Play drauf aufsetzen. Allerdings ist dieses Play relativ wenig schnell ins Laufen gekommen, was ein Signal war, da will auf der Unterseite nicht wirklich was passieren. Also ich hatte hier kurzzeitig mit dem Fall unter WeWop, dem Halten hier auch unterhalb der 205, also austoppen gegen diesen Bereich, hatte ich hier durchaus einen Shortplay in Tesla auf dem Schirm. Der Trade kam dann, als wir uns so in Richtung der 198 hangelten, aber einen oder beziehungsweise 199 war es so wirklich erstmal, aber ein richtiger Momentum Drive, der blieb definitiv aus. Also das konnte man sehen, da richtig Dynamik kam nicht auf. Und das war schon so ein erstes Signal, dass die Shortseite eventuell kein Thema ist. Und dann haben wir tatsächlich mit dem Halten und dann hier auch dieser Engkonsolidierung, ich finde es relativ schwer zu handeln, ehrlich gesagt. Es ist sicherlich möglich, daraus was zu machen, aber mit dem Drop hier, mit dem Bruch zurück über die 202, allerspätestens über die 204, waren nochmal Plays auf der Oberseite denkbar, die uns wirklich auch in Richtung der Zielregion geführt hatten. Ich hatte nämlich kurzzeitig mal, als ich hier die Shortseite beobachtet habe, habe ich mir gedacht, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt die 204 rausnehmen? Was wäre, wenn wir jetzt einen Drive drüber sehen? Auf welche Zielregion würdest du an der Stelle gehen, bei einem solchen Momentum-Play, kurzfristigen Momentum-Play auf der Oberseite? Und da war ich im Bereich ungefähr so um 207, 208 als Zielregion. Da verlief auch, ich glaube, der sogar die Two-Day Rewap, der verlief da. Also der durchschnittlich gehandelte Volumen. Mach das mal kurz auf. Multi-Day. Den mache ich mal zu hier. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, das hilft uns jetzt gerade nicht so weiter, ehrlich gesagt. Einen Moment. Ich muss mal kurz hier auf 3 Tage hochgehen. Ja, da haben wir ihn. Hier so diese Region ungefähr. Genau, ja, hier, Today Rewap lief ungefähr in diesem Bereich, 207, 208, ganz genau. Also ich hatte es mir hier angeguckt gehabt, da waren wir nochmal einen Dollar höher, aber ungefähr diese Region, genau. Also Today Rewap lief auch in diesem Bereich. Und ja, sind wir tatsächlich angelaufen. Also, wie gesagt, ist weiter eine relative Stärke, die ist klar erkennbar. Der Aufwärtstrend hält weiter hier deutlich an oder beziehungsweise kann definitiv verteidigt werden. Aber auch hier, vielleicht ist es auch ein Wunschdenken meinerseits, Ausblick auf den Investors Day, der jetzt nächste Woche Mittwoch ist. Ich möchte gerne sehen, dass wir unter die 190 gehen und so Richtung der gefilde 180 laufen, weil ich glaube, Chance-Risiko-Verhältnis technisch, und das hatte ich dann auch hier in der Discord-Community geschrieben gehabt, Chance-Risikoverhältnis technisch, denke ich, ist das am attraktivsten
vor nächster Woche Mittwoch diesen Lauf zu sehen zu bekommen, mit der Erwartung, dass es dann seitens Musk, Tesla insgesamt, wie auch immer, eine Ankündigung gibt, die Fantasien befeuert, die die jüngste Bewegung eben weiter beschleunigt auf der Oberseite und zu einer Rückeroberung dann auch der 200-Tage-Linie über kurz oder lang eben führt. Auch aus der Perspektive sollte der übergeordnete Markt Schwierigkeiten zu sehen bekommen, zum Beispiel wäre nicht auszuschließen, dass das auch auf Tesla logischerweise durchschlägt, im Rahmen dann auch Nvidia beispielsweise bei dem Bereich Tech und auch im Hinblick auf die Qs zum Beispiel eine Rolle spielen. Könnte das vielleicht dann auch nochmal zusätzlich ein möglicher Grund sein, von einer Korrekturbewegung auszugehen? Sollten wir es nicht schaffen, über die 210 auf jeden Fall in Tesla zurückzulaufen, wäre hier durchaus denkbar, dass wir bis in die Gefilde eben um 190 setzten, sofern wir denn gegen die 210 ausreichend Momentum aufnehmen, unter die 200 fallen und dann eben uns in Richtung der 190 erstmal bewegen. Und die, wie gesagt, wenn wir die unterschreiten, glaube ich, dann könnte es nochmal so einen kurzen Washout-Moment geben, der aber seitens des übergeordneten Marktes einen Impuls braucht. Und Zeit drängt so ein bisschen. Ich würde das gerne sehen vor nächster Woche Mittwoch. Ungerne würde ich ehrlich gesagt in dieser Konsolidierung hier in dieses Investor-Event gehen. Dann könnte ich mir vorstellen, könnte sogar, es ist ein kurzes Buy the Rumor, Sell the News-Event vielleicht sogar geben. Vielleicht auch der Impuls sich relativ whippy darstellen, je nachdem. Und wir dann vielleicht in diesem Zusammenhang diesen Flush zu sehen bekommen. Und da müssen wir den nächsten bullischen Impulsgeber, potenziell bullischen Impulsgeber abwarten mit den Delivery Numbers, die wir dann Anfang April zu sehen bekommen. Aber in Summe auf jeden Fall sowohl Tesla als auch Nvidia ganz interessante Kandidaten aktuell. Wie gesagt, kurzzeitig für eine Korrektur, längerfristig aber mit bullischem Potenzial nach den jüngsten Läufen. Vielleicht Nvidia sogar charttechnisch noch ein bisschen interessanter, weil die 200-Tage-Linie deutlich zurück hat erobert werden können. Das steht bei Tesla noch aus. Also unterhalb der 200-Tage-Linie ist das erstmal nichts anderes als eine Bärenmarkt-Rallye, möchte man vielleicht sogar ganz grob sagen, an der Stelle. Wobei ich muss schon gestehen, also die Aggressivität, mit der jetzt gekauft wurde, auch noch vor dem Hintergrund der Fundamentals, das Unternehmen bärisch zu sehen, das ist schon, da muss man schon ziemlich optimistisch sein, glaube ich. Also, wie gesagt, wenn wir jetzt erstmal einen Abprall sehen, Rücksetzer 180 wäre schön, CAV-technisch, und dann long gegen diese Region mit dem Ziel, dass es dann zügig zeitnah zu einer Eroberung der 230 kommt, sollte sich der übergeordnete Markt weiter freundlich präsentieren. So, ja, das also zu den Einzeltiteln. Ja, das kann ich gleich machen. Die Frage Keltner-Kanal hier für Krypto, das können wir gleich gerne machen. Wie gesagt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also ich wie gesagt, nutze es im Hinblick auf Equities. Ich glaube, das muss man für sich selber, muss man das am besten entscheiden, mal backtesten, inwiefern das Sinn für das eigene Trading macht. Aber in Summe ist das auf jeden Fall ich denke mal, Überlegung, die universell Anwendung finden darf, weil solche, ausgehend von der durchschnittlichen Schwankungsbreite des jeweils zugrunde liegenden Assets, Extrembewegungen in die eine oder andere Richtung, besonders in eigentlich technisch und primär von Privatanlegern gehandelten Assets, wie zum Beispiel Krypto und somit auch Bitcoin, ist schon, also macht im Hinblick auf die Erwartung, im Hinblick auf die Erwartung einer Reaktion bei solch einer Extrembewegung auf der einen oder anderen Seite, macht das durchaus Sinn, sich das so zumindest visuell darzustellen. Aber alleinstehend würde ich jetzt nicht sagen, der Markt ist nur deswegen überdehnt oder überdehnt in die eine oder andere Richtung und gehe ausgehend davon einfach long, sondern ich brauche natürlich auch darüber hinausgehende Indikationen, die mir dann eben rechtfertigen, dass ich einen Trade in die eine oder andere Richtung auf den Weg bringe. Im Falle von Bitcoin ist das allerdings wiederum deswegen interessant, weil es eben durch den Umstand vieler Privatanleger anzuziehen, eben technisch sehr sauber läuft. Und das ist durchaus etwas, was wir in der Konstellation natürlich mit Berücksichtigung finden lassen sollten und was dann entsprechend eben auch die Sinnhaftigkeit des Nutzens solch eines Kellner-Kanals eben im Hinblick auf Krypto sinnvoll erscheinen lässt. Aber dazu mache ich gleich. Also können wir gleich gerne uns anschauen. Euro-US-Dollar, übrigens könnte mal ganz kurz gucken. Ich habe den ja bei mir in TradingView drin. Ich mache mal kurz Folgendes. Hier müsste eigentlich ein Keltner-Kanal, das ist eigentlich ein Standard-Indikator. Hier, Keltner-Kanal kannst du hier nämlich auch einstellen, logischerweise. Also Indikatoren bearbeiten, schließen. Länge ist dann an der Stelle der 50er EMA. Faktor ist an der Stelle
Ich hatte den Fünfer. So. Und dann könnte man den jetzt hier, werdet ihr sehen, zack, entsprechend eben auch einblenden. Das ist jetzt auf 5-Minuten-Basis, macht keinen Sinn. Also insofern, das machen wir gleich dann im Kryptobereich. Also das ist nicht nur beschränkt jetzt auf TradingView, sondern ist ein Standardindikator, den man auch hier in der MarketsX Handelsplattform natürlich findet. Aber ganz kurz zum Euro-US-Dollar. Auch wenn es schnell und schmerzlos geht, weil das wird nicht besonders spektakulär sein, hat sich nichts verändert. Wir haben weiter eine potenzielle Top-Bildung gegen 1,10, ein bisschen weit gelaufen auf der Oberseite, ebenfalls hier relativ stark überdehnt. Konsolidierung, Top-Out hier gegen die 1,08 auf der Oberseite, Drift auf der Unterseite ist klar erkennbar. Ich gehe weiter davon aus, dass wir eine realistische Chance haben dürften, die 1,05er-Region mindestens anzulaufen, eventuell sogar einen Drop darunter zu sehen, zu bekommen. Das war es eigentlich schon für den Euro-US-Dollar. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Also Tendenz geht eher in Richtung Retest der 200-Tage-Linie und da warten wir dann mal ab, wie sich die weiteren Impulse darstellen. Ob wir vielleicht jetzt einen Umkehren wieder sehen, denn einer der Gründe hierfür, für diesen Trend, der sich über das vierte Quartal, glaube ich, etabliert hat, ist auch gewesen, dass man eben seitens des Marktes sein Auspreisen des restriktiven Kurses seitens der US-Notenbank Fed und auf der Kehrseite ein Einpreisen eines restriktiveren Kurses überraschenderweise, muss man vielleicht auch sagen, seitens der EZB, der sich dann auch in der Rhetorik wieder gespiegelt hat. Vielleicht kippt das jetzt. Also vielleicht sieht man dort einen Wandel, nicht zwangsläufig in der Rhetorik seitens der EZB, aber vorauslaufend erstmal in Erwartung eines doch restriktiveren Kurses seitens der Fed. Und genau das könnte dann hier zunächst einmal jedenfalls den Euro zum US-Dollar stärker unter Druck bringen, was vielleicht auch so ein wenig im Sinne wäre der EZB. Also nicht, dass der Euro nicht schon massiv verloren hätte, aber mit sicher, also über den Zeitraum der letzten 2 Jahre, seit 2021 ungefähr. Aber nichtsdestotrotz ist man sicherlich im Rahmen der EZB wäre nicht unerfreut, wenn man nochmal den Euro-US-Dollar in Richtung Parität auch laufen sehen würde, ausgehend von den positiven Effekten, die das eben entsprechend auf den Export, besonders der südeuropäischen Peripheriestaaten, hätte und somit den konjunkturellen Ausblick. Ja, aber das war es auch schon zum Euro-US-Dollar. Also da gibt es nicht viel mehr Spektakuläres zu berichten. Wir können mal kurz hier einen Blick noch auf den dollar-japanischen Yen werfen. Der hält sich weiter aufrecht und 135 ist angelaufen worden. Die Trendstruktur ist weiter als intakt zu betrachten, solange wir über 133,70 laufen. Wie gesagt, wir hatten hier den Ausbruch und das Halten über der 131,50 als möglichen Long-Trigger in Betracht gezogen für den Retest der 200-Tage-Linie. Die verläuft ungefähr so um 136, 137. Mal schauen, ob wir die Aufwärtsstruktur halten können. Wie gesagt, jetzt sind wir leider schon relativ weit gelaufen. Für Long wird es also CRV-technisch unattraktiver. Könnte auch sein, dass man, wenn man diesen Trade gemacht hat, jetzt durch den Bruch dieser Trendlinie vielleicht einen Teilgewinn mal aber schon auf den Weg bringt und dann mit Fall unter die 133 den Rest nehmen würde, geben würde. Und dann vielleicht nochmal schaute, ob man gegen die 133 nochmal einen Einstieg findet. Wie gesagt, mit dem übergeordneten Ziel 136, 137. Aber hier verliert das Momentum jetzt auf jeden Fall so ein bisschen an Fahrt. Das ist, glaube ich, erkennbar. Wie gesagt, Bruch unter, beziehungsweise Ausdriften aus dieser Aufwärtsstruktur. Die Frage, die sich jetzt eben kurzfristig stellt, ist, sind wir in der Lage, die 133,70 zu halten? Falls ja, ist mit einem Bruch über die 135, wie gesagt, nochmal hier oben Potenzial gegeben, was uns bis in Richtung der 137er-Gefilde ungefähr führen könnte. Ja, das also zum Dollar-japanischen Yen. Und dann machen wir final Folgendes. Statt der Rohstoffe und statt Gold werfen wir einen Blick auf Krypto und werfen wir einen Blick auf Bitcoin und werfen wir vor allem einen Blick auf den Kellner-Kanal. So, zack. Bitcoin und hier nochmal Bitcoin. Also, und zwar erstmal erstaunlich bullische Performance, die wir hier in Bitcoin zu sehen bekommen. Heimlich, still und leise. Also wir haben Bitcoin jetzt nicht so groß zum Thema gemacht. Heimlich, still und leise sich in Richtung der 25.000-Dollar-Marke gehangelt. Rückkehrung der 200-Tage-Linie. Und wir haben, also ich denke, wir haben hier realistisch auch ein potenzielles Action-Level vor der Nase. Also wenn man sich diese Region hier mal anguckt, macht das vielleicht mal in Rot, die 25.000er-Region. Die ist deutlich erkennbar. Das ist ein extrem Tief gewesen letztes Jahr aus dem Mai. War hier auch ein Hoch im Bereich ungefähr so Juli, August, Pi mal Daumen. Ab von dort ging es dann nochmal auf tiefere Tiefs.
in Anführungsstrichen Totgesagte leben länger, möchte man fast sagen. Denn ich kann mich noch daran erinnern, dass Krypto hier schon alles und jeder abgeschrieben hatte in diesem Bereich. Das war dann im Rahmen einer lang, lang, lang unspektakulären Konsolidierung seitwärts. Hier ist diese Struktur, diese Bodenbildung vollzogen worden mit Rückeroberung der 200-Tage-Linie. Jetzt handeln wir zurück in diesen Gefilden um 25.000 Dollar. Es hat kaum jemand mitgekriegt. Und jetzt schaut euch mal an, was sich hier auf der Stunde ergibt. Ganz kurzfristig. Das ist genau diese Region. Hier mit dieser roten Linie korrespondierend an der Stelle. Das bedeutet also sehr klar, mit dieser steigenden Dreieckstruktur ist das ein potenzielles Breakout-Level. Also das heißt, sollten wir den Break höher hier sehen, sehe ich keinen Grund, nicht davon auszugehen, mindestens einen Stint Richtung 28.000, vielleicht sogar in Richtung 30.000 Dollar in Bitcoin zu erwarten an der Stelle. Also das ist ein potenzielles Action, ein potenzieller Action-Bereich. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht auch hier zum Beispiel, da kann man erkennen, es gibt so diese leichte Tendenz, so diese Spike-Outs, diese Fake-Outs auf den Weg zu bringen. Das möchtest du natürlich nach Möglichkeit vermeiden, weswegen ich wahrscheinlich oberhalb der Hochs hier und so 15, 25.200 mit einem Buy-Stop arbeiten würde. Aber nichtsdestotrotz, also es ist auf jeden Fall eine Konstellation, die man hier als möglichen Action-Ausbruch berücksichtigen sollte. Also auch Bitcoin vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen, die wir seitens der Zinsmärkte zu sehen bekommen und der US-Dollar-Stärke wieder und das sich jetzt abkoppelns von dieser Entwicklung, das ist eine, also das ist wirklich erstaunlich, ehrlich gesagt. Also ich bin wirklich fast schon positiv überrascht, ehrlich gesagt, dass sich Bitcoin in der Lage ist, diesen Entwicklungen hier derart zu entziehen. Und nochmal, Break über dieses Level ebnet durchaus den Weg realistisch bis 28, bis vielleicht sogar 30.000 Dollar zunächst einmal und könnte dann auch weiteres Aufwärtspotenzial über kurz oder lang freisetzen. Also die Ziele, die ich jetzt hier gerade skizziert habe, die resultieren aus Zielen aus dem Daily. Das ist ein Konsolidierungstief gewesen. Also hier ist Region 28, darüber ist die Region 31 ungefähr, dürfte das sein? 500, ja, 35 sogar, sind 35. Und hier haben wir nochmal so ein Zwischenhoch, das ist der Bereich dann rein psychologisch wahrscheinlich, so die 30.000er-Region. Also das sind durchaus anzuvisierende realistische Ziele auf der Oberseite, sollten wir hier aus dieser Struktur über die 25 ausbrechen. Das vielleicht einmal so zur charttechnischen Einordnung. So, damit es aber jetzt hier nicht zu voll wird, nehme ich diese Linie mal wieder raus. Dann zeige ich ganz kurz, wie man den Keltner-Kanal hier einbetten kann. So, also und zwar, man geht einmal hier auf den Indikator einfügen, Indikatoren, tippt hier Keltner ein, Keltner-Kanal, so. Und dann kann man hier einmal die Länge sich anschauen. Also wir haben gerade gesehen, das ist bezogen auf den 50er EMA, ja, also darauf bezieht sich hier an dieser Stelle die Länge. Und was du dann machst, ist, dass du dir hier einen Faktor anschaust, wie weit wir von, also wie viele ATR wir von eben diesem EMA weglaufen. Und zack. So, und dann sehen wir, wo ist er denn jetzt hin? Habe ich, jetzt habe ich den nicht abgespeichert, oder? Einen Moment. Keltner-Kanal? Nein, Moment. Nein, 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 der hat mich falsch verstanden. Ich möchte den 50er haben. Nein, das ist falsch. Jetzt habe ich mich vertippt. Einen Moment. Den wollte ich haben. 50er EMA. Schließen. Eingaben. Speichern. So, da ist er. Da ist er. Also, auch das ist interessant. Auch das ist übrigens interessant. Also, ich nehme jetzt mal hier ganz kurz die Linien raus. So. Ich mache auch mal den 200er SMA ganz kurz raus. So, dann ist das nicht so überladen. So, also, was wir jetzt hier erkennen können, ist, da sind wir auch relativ weit nach oben weggelaufen. Also man könnte durchaus aus dieser Perspektive sagen, ja, wir sind überdehnt auf der Oberseite und demnach ist so ein bisschen Vorsicht geboten an dieser Stelle. Wenn man solch ein Breakout hier tradet. Das kann auch durchaus nochmal ein Fakeout geben, der uns reinsackt in Anführungsstrichen in eine Position und dann kommt es zu einem Fehlausbruch und einem Rücksetzer an der Stelle. Deswegen aus der Perspektive betrachtet, würde man wahrscheinlich sich erst wünschen, dass wir so eine Konsolidierung oder also ein Abbauen dieses überdehnten Modus über die Zeit zu sehen bekommen, dass wir uns dann ausgehend von solch einer Seitwärtskonsolidierung mit einem weiteren Breakout nach oben konfrontiert sehen.
Das wäre auch insofern vielleicht ganz interessant. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind jetzt auf der Stunde unterwegs. Das wird also in dem Fall, wenn wir es hier am Daily betrachten, das dürfte ein paar Tage dauern, nicht ein paar Stunden an der Stelle. Wäre das natürlich aber insofern ganz interessant, desto öfter die 25 angelaufen wird und halten kann, desto enger wir vielleicht darunter werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit eines dynamischen Breakouts dann auf der Oberseite. Jetzt aber unabhängig davon, ich nutze das als Orientierung, aber es ist nicht gesagt, dass wir nur weil wir hier so eine Überdehnung aus dieser Perspektive auf der Oberseite zu sehen bekommen, dass wir deswegen auch eine Korrektur uns vor einer Korrektur sehen. Ich würde sagen, an der Stelle die Wahrscheinlichkeit, ausgehend von diesem überdehnten Modus, den wir wiederfinden, dass wir ein konservativeres Kursziel bei solch einem Ausbruch anlaufen und dann schon Schwierigkeiten in die 28 bekämen, nicht durchmarschieren bis 30 und über 30.000 Dollar brechen, ist auf jeden Fall erhöht und würde infolgedessen beim Aufsetzen einer Position das mit einkalkulieren und würde ausgehend hiervon bei einem erfolgenden und erfolgreichen Bruch über diese 25.000er Marke, würde dann Teilgewinnmitnahmen, vielleicht sogar größere Teilgewinnmitnahmen meiner Position auf solch einem Breakout eben gegen die 28 auf den Weg bringen und nur einen kleinen Teil als mit höherem Ziel eben tatsächlich halten. Ja, aber ich hoffe erstmal, dass das auf jeden Fall die Frage beantwortet, im Hinblick auf den Keltner-Kanal. Ach übrigens, ich habe noch nicht den Link eingestellt. Ganz kurz, einen Augenblick. Den Link eingestellt. Einmal, man findet ihn ja auch hier, aber ich habe das jetzt mit der Markets-Plattform ja angezeigt. Deswegen hier ist einmal der Link. Zack. Einmal, wer sich die runterladen möchte und wer das auch einfach mal ausprobieren möchte. Ich glaube, DraftKings. Ja, ich weiß nämlich, warum ich die Aktie hier nicht zum Thema gemacht habe, weil die bieten wir hier nicht an. Deswegen ist DraftKings so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich muss auch gestehen, ich habe die gar nicht so sehr angeschaut. Ich glaube, die haben letzte Woche haben die Earnings gebracht. Wir können mal kurz einen Blick drauf werfen. Ist ja ein Wettanbieter. Scheinen gute Earnings gewesen zu sein. Offensichtlich. Also mit Gap Up an der Stelle 17, ja, 2 Dollar, fast 10%. Schöner Aufwärtstrend, der sich herauskristallisiert hat. Hier schon in der Vorbörse, das war ein Zwischenhoch, was ausgebildet worden ist, konnten wir halten. Das war so der Bereich 1960 ungefähr. Sehen kurz zur Eröffnung einen Flush in diesem Bereich. Wir können mal ganz kurz hier den Rewap anmachen. Also rein. Oh, Verzeihung, das war der falsche jetzt. Hier. Ganz kurz, vielleicht mal gehen wir auf einen 2-Minuten-Chart mal gucken, ob wir hier irgendwas sehen. Starker Opening Drive, kurz diesen Bereich angelaufen, konnten wir halten zur Eröffnung. 1960 ungefähr. Kamen Käufer rein, treiben uns auf neue Hochs. Sehen hier eine Konsolidierung, weiteren. Ist aber relativ schwer, ich würde mal sagen, ist relativ schwer zu handeln. Also ist eine schöne Aufwärtsstruktur, also ein schönes Intraday-Setup, so möchte ich es mal bezeichnen. Oder beziehungsweise Earnings-Play vielleicht, welches sich daraus ergeben kann. Es ist aber unglaublich schwer zu handeln. Anders als beispielsweise, nehmen wir mal The Trade Desk, also was ich gerne sehen wollte. Jetzt wird man sich vielleicht wundern, wovon redet er eigentlich. TTD hatte auch Zahlen, das war am Dienstag, 15. Mittwoch war es. Mittwoch vorbörslich Zahlen, haben auch überzeugen können. Ähnliche Struktur, also hier waren die Earnings, starker bullischer Drive, starke Konsolidierung, Eröffnung, kurzer Flush im Bereich hier dieser nennen wir sie mal Konsolidierungstiefs, als dann auch hier das Volumen reingekommen ist ab 14 Uhr. Sofort Käufer reingekommen, uns über diese Hochs gepusht und wir sehen einen unglaublich starken Opening Drive. Sofort weg. Straight away. Und das sind, also wir haben hier Punkte gemacht. Also nur, dass man mal eine Vorstellung bekommt. Das war Flush in die 57 und dann sind wir in einem Strang, sind wir innerhalb der ersten Dreiviertelstunde des Handelstages, sind wir auf 63 Dollar gestiegen. Das sind 10% gewesen innerhalb von 45 Minuten. Das ist extrem, also ich denke, dass das extrem schwer ist zu handeln, hier sich long zu positionieren. Klar, du kannst dich in Erwartung eines Open Range Breakouts oder dergleichen vielleicht long positionieren mit Bruch über die 59 und dergleichen. Aber ich glaube, der Trade, der am interessantesten war, auch wenn der natürlich nicht viel mehr Fleisch am Knochen hatte, aber nichtsdestotrotz der aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive immer noch adäquat war und wo ich auch ein klares Risiko hatte, war der Trade, der sich dann hier herauskristallisiert hat mit dieser engen Konsolidierung.
auf diesen starken bullischen Opening Drive folgend. Du hast hier eine Konsolidierung gesehen zwischen 62 und 62, 80, 62, 90 ungefähr. Und vor allem über ein Zeitfenster von ungefähr einer Dreiviertelstunde. Also von 16.16 Uhr, 16, also ein 2-Minuten-Chart jetzt, 16.16 Uhr, bis hier, bis es dann zu dem Ausbruch höher kam, 17, na, so eine Stunde, das ist mehr als Dreiviertelstunde gewesen. Das willst du dann gerne sehen. Also na, klares Halten, erstmal Opening Drive über, klares Halten im Bereich der Tageshochs, oberhalb der vorbörslich ausgebildeten Tiefs und dergleichen. Und das ist das, was in dem Fall hier sich auf solch einen Earnings Play und solch einen starken Drive attraktiver handeln lassen dürfte als DraftKings. Moment, hier war's. Auf die Earnings. Die Struktur war relativ ähnlich, aber wir haben eben diese Konsolidierung im Bereich der Hochs nicht zu sehen bekommen. Deswegen war das intraday-technisch, glaube ich, verhältnismäßig schwer tradebar. Auch dann weiter hat sich hier nichts mehr ergeben, anders als bei The Trade Desk. Das war ein Trade, den hat man machen können. Einmal hier aus dieser Konsolidierung, nochmal mit einem Drive, der dann vielleicht eine Stunde gelaufen ist, vielleicht so eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde, so roundabout bis 17.30 Uhr. Dann gab es ein Überrollen, aber auch hier erneut, du hast gesehen, diese Korrektur hat den volumengewichteten Durchschnittspreis, also VWAP, hier halten können. Das Interessante ist, wenn man hier mal guckt, also unglaublich sauber, ehrlich gesagt. Wirklich, wirklich sauber. Ich bin deswegen so begeistert. Ich habe gestern, habe ich die Zeit genutzt, dafür ein Playbook zu schreiben für mich. Also einfach so als Orientierung, wie man Earnings spielen kann nach solchem starken Opening Drive. Du siehst hier um die 62, siehst du eine potenzielle Support-Region, die wird kurz geflasht. Also wenn du riskierst, riskierst du gegen diese Tiefs. Du weißt, unterhalb derer bist du aus dem Trade raus, wenn du diesen Ausbruch tradest und kommt nicht zustande. Die werden knapp geflasht, wir halten den VWAP und dann fangen wir an, wieder hoch zu driften. Und dann gibt es eine nächste enge Konsolidierung hier. Und das ist deswegen relevant oder interessant, weil sie findet statt kurz vor Ende des Handelstages, ab 20 Uhr. Also das Zeitfenster, Haupthandelsfenster, wo sich solche Momentum-Drives anbieten, meiner Erfahrung nach, ist zum einen rund um die Eröffnung zwischen 15.30 Uhr bis ungefähr 17 Uhr. Also das heißt, wenn so eine Konsolidierung folgend auf 16 Uhr die Preisfindungsphase dann stattgefunden hat und dann nochmal mit Ausblick auf den Schluss um 22 Uhr zwischen 20.30 Uhr bis 22 Uhr. Und dann kann man hier sehen, also wir sehen erstmal dieses Setzen nochmal auf den VWAP, aber wir sehen kontinuierlich Nachfrage reinkommen. Wir sehen dann, also ein kurzes Flaschen vielleicht auch dieser Stops, die hier gesessen haben. Kann das auch hier sehen, leichtes Ansteigen des Volumens auf der Unterseite. Und dann driften wir da wieder hoch und werden nochmal extrem eng hier im Bereich ungefähr um diese Hochs und leicht oberhalb dieser, die diesen initialen Drive auf den Weg gebracht hat. Also das ist ungefähr die Region um 33. Da hast du auch nochmal relativ gute Möglichkeit mit kleinem Risiko von 20, 30 Cent eventuell, vielleicht 50 Cent, wenn wir die 63, 30 nehmen und die 62, 80 stoppen. Dann hast du hier mit dem Ausbruch und dem vor allem auch Anstieg im Volumen, das kann man hier deutlich auch erkennen, ne? Also deutlicher Anstieg im Volumen in die letzte Handelsstunde hinein, 21 Uhr, hast du hier nochmal einen möglichen Drive auch in den Abend hinein. Das sind eigentlich die schönen, in Anführungsstrichen, Earnings Plays. Also das ist die Struktur, die du sehen möchtest. Das, was du in DraftKings hast, ist so ein bisschen, naja, also ja, nee, nicht so. Also man kann es erkennen. Also das war nicht so sauber, nicht so klassisch sauber, wie du es einfach in The Trade Desk letzte Woche gesehen hast. Also solche Spots kommen nicht oft, aber wenn sie kommen, dann hast du halt durch die auch klaren Level, gegen die du riskieren kannst, hast du eben eine unglaubliche Möglichkeit, auch besonders als erfahrener Trader, Size aufzubauen in solche Trades, in solche Plays. Ja, übergeordnet wahrscheinlich noch die Frage zu DraftKings. Also, scharfes Gap Up. Mal gucken, ob es gelingt, hier die 21 rauszunehmen, längerfristig. Ich würde sagen, dann könnte das was werden mit einer Bodenbildung, wenn wir die dann in der Lage sind zu halten. Hat allerdings viele Meter noch zu machen. Also, der Aufschläge seit 2021, ja, eine scharfe Korrektur gesehen. Wie gesagt, erstes Zwischenziel dürfte so der Bereich 21, 22 Dollar sein. Die wollen wir rausnehmen. Kannst du hier von einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Bodenbildung sprechen, die dann weiteres Potenzial freisetzt? Ich würde mal sagen, jetzt gucken wir mal. Wir machen mal Folgendes, mögliche Kurszielregion. Wir machen mal Folgendes, und zwar arbeiten wir mal mit einem sogenannten Anchored VWAP, ausgehend vom Allzeithoch. Also diesen Anker VWAP, ja. 27 Dollar ist ungefähr der Durchschnittspreis, der ausgehend vom Allzeithoch hier bezahlt wurde. Also das ist ungefähr Region so 28 Dollar, vielleicht als 27, 28 Dollar auf der Oberseite, sollten wir die 21, 22 rausnehmen können. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, weil ich meine, wir reden von einer 20-Dollar-Aktie, also 3, 4, 5, 6 Dollar. Da reden wir einfach mal von Potenzial 20,
30, 40%, die da vielleicht nochmal anstehen könnten in den kommenden Monaten. Aber wie gesagt, du willst erst sehen, dass die 21, 22 hier zurückerobert wird. Gut, ja, das wär's dann soweit. Das wäre soweit gewesen, meinerseits. Erstaunlich. Haben wir doch eine ganze Menge zum Thema machen können hier im Morning Meeting, trotz des President's Day heute in den USA und des dünnen Handels, den wir erwarten dürfen. DAX zurück in Richtung der 15.5. Das war's auf der Unterseite. Da kommt nicht mehr viel. Also jetzt könnte man unter klassischen Umständen, könnte man überlegen, den EMA 50 hier zu shorten vielleicht nochmal. Das Problem ist halt, du hast keinen Impulsgeber. Dir fehlen die Wirtschaftsdaten, dir fehlen die Earnings, dir fehlen die Wall Street heute Nachmittag. Also da sollte man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass wir nochmal einen starken Drive zu sehen bekommen und die 15.400 testen. Ich glaube, das war es jetzt erstmal für heute. Also inoffizieller Start in Anführungsstrichen, dann morgen eben mit der Wall Street nach dem President's Day. So, ja, das also meinerseits. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können für euer Trading. Für heute bzw. für die nächsten Tage so ein paar eben Überlegungen, was den Markt interessiert. Wir werden natürlich, wie gesagt, auf die einzelnen Details noch dann im Laufe der kommenden Tage hier gemeinsam mit Markets im Morning Meeting eingehen. Und soweit wäre es das jetzt erstmal meinerseits gewesen. Dann wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Noch einmal ganz kurz zur Erinnerung. Wer sich noch nicht registriert hat, das Spezial-Event, Moment, so, das Spezial-Event, was stattfindet mit Spezial-Webinar, kommende Woche Montag, hier ist einmal der Link, die drei Säulen profitablen Tradings, genau, und unter 100 Teilnehmer verlosen wir jeweils ein Buch. Das heißt also, desto mehr Teilnehmer, desto mehr Bücher werden verlost und, also wer es noch nicht gelesen hat. Aber wie gesagt, schaut gerne vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Und ja, soweit wäre es das erstmal meinerseits dann an der Stelle gewesen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Morgen 10:30 Uhr haben wir uns im Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.